Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit Kingdom Hearts Final Mix. Ja, jetzt sind wir hier im Olymp beim Herkules und wir werden jetzt auf jeden Fall diese zwei Fragezeichen hier angehen. Auf jeden Fall diese hier. Ganz kurz noch ein kleiner Hinweis. Ich habe gesagt, ich werde eigentlich noch ein Schiff bauen. Bei diesem Lego-Prinzip. Aber ich denke mal, ich lasse das weg, weil im Endeffekt brauchen wir das gar nicht mehr. Weil wir, ja so gesehen, keine spezielle Route mehr haben, wo wir, die wir abfliegen. Wisst ihr, was ich meine? Wir können ja schon zum letzten Boss gehen und deswegen weiß ich nicht, ob sich das wirklich noch lohnt, irgendwie so ein super geiles Schiff zu bauen. Ich meine, ich habe zwar so ein popeliges kleines Schiff gebaut und ich denke mal, damit ist das eigentlich getan. Und wer jetzt irgendwie so ein super großes Schiff erwartet hat, tut mir leid, aber ich denke mal, ich werde das erstmal nicht bauen. Ja, also nochmal dazu zurück. Bei meinen Items, ich habe hier Elixiere und die beiden haben das hier. Noch die High Potion vom letzten Kampf, vom letzten Part gegen diesen Sandviech. Ja, da würde ich mal sagen, wir starten es jetzt einfach mal. Und gucken wir mal uns, was das erste Fragezeichen ist. Also ich weiß es. Wisst ihr es auch? Oh ja, es ist was Großes. Was Mächtiges. Genau das Teil. Auf jeden Fall so ein Eisviech. Die Taktik zu diesem Boss. Goldrunde Polaros. Das funktioniert nämlich so. Ich muss, glaube ich... Ich kann denn keinen Schaden... Ach, ich bin sogar alleine. Ich bin hier alleine. Ich muss das alles kontern. Ich muss das hier kontern. Und dann bekommt er gute Schaden, glaube ich. Boah, der zieht echt gut ab. Ich muss also auf jeden Fall diese komischen Dings, die hier kontern, diese Schüsse. Weil sonst komme ich nicht an seinen hässlichen Kopf ran. Na komm, schieß. So, und ihr seht, ich mache bestenfalls Schaden, wenn ich den treffe. Anscheinend treffe ich irgendwie gar nichts gerade. Das kann sein, dass dieser Kampf sich ein bisschen lang zieht. Okay, irgendwie treffe ich gerade gar nichts. Okay, vielleicht doch schwieriger, als ich erwartet habe. Oder als ich in der Erinnerung hatte. Ja, jetzt komme ich. Nein, komme ich nicht. Ich komme nicht an seinen hässlichen Kopf ran. Komm nicht an seinen Kopf ran. Ja, okay, jetzt treffe ich ab und zu. Aber ihr seht, das ist... Oh, es kann echt noch lang dauern. Ja, das ist der Bosskampf. Vielleicht komme ich an seinen Kopf ran. Ne, anscheinend nicht. Nein, ich komme echt nicht an seinen Kopf ran. Sein hässlicher Schädel, das gibt's doch gar nicht. Und er hat so viel Leben. Aber anders kann man den soweit nicht machen, glaube ich. Zumindest wüsste ich jetzt nicht in Technik, wie er sonst gehen würde. Nur, dass ich das hier erstmal alles kontern muss. Ich versuche nochmal an seinen Kopf ranzukommen. Ja, und kriegt dann direkt einen Schwinger. Ne, also ich komme da irgendwie nicht dran. Ne, muss ich dann weiterhin mit Kontern machen. Und hoffen, dass ich den immer wieder treffe. Und halt immer wieder zwischendurch heilen. Ihr seht anders, keine Ahnung, funktioniert der Boss irgendwie nicht. Mal kurz hinfliegen. Nein, ich komme nicht dran, der gibt mir irgendwie so einen Schwinger, weiß ich nicht. Da muss ich wirklich achten, ausweichen und dann diese Teile kontern. Oh, das war gut. Ah, ich glaube, jetzt komme ich an seinen Kopf. Ja, jetzt machen wir Schaden. Jawohl, perfekt. Ja, und so funktioniert er halt. Man muss kontern, kontern, Schaden machen. Kontern, kontern, Schaden machen. Oh, was macht der Dienst für krasse Attacke? Und das kann nicht nur kontern. Oh, jetzt macht ihr so einen krassen Eisregen. Nein, hör auf, lass mich heilen.
Ich weiß, ich stehe nur rum und krieg das ganze Zeug ab, aber das ist mir egal, wir können uns heilen. Das macht nichts. Hauptsache, ich kann irgendwas kontern, bis der Gute wieder zusammenbricht. Dieser Attacke sieht gefährlich aus. Ah, lass mich doch durch. Ja, aber so schwer ist er auch nicht. Also man muss halt nur ein bisschen kontern. Das kostet halt Zeit. Ansonsten, ihr seht ja, komme ich eigentlich gut klar gegen den. Na komm, brich wieder zusammen. Ich will dich wieder um den Kopf hauen. Das hat so Spaß gemacht. Irgendwie treffe ich den nicht. Doch, doch, immer wieder treffe ich den ein bisschen. Aber er trifft mich halt auch jedes Mal. Oh, verdammt. Nee. Aber wir kriegen schon hin. Wir kriegen das schon hin. Das dauert halt, wie gesagt, nur ein bisschen, aber mit der Zeit werden wir ihn vernichten. Na komm. So. Immer wieder ein bisschen blocken, immer wieder angreifen, ausweichen, kassieren, heilen und wieder blocken. So läuft das Thema hier. Ja, komm. Doch nicht das. Auch nicht das. Der soll schießen. Ja. Und alle auf einmal. Nein, da trifft mich ein Teil und ich kann nichts abblocken. Oh Mann. Na komm schon, was ist denn los? Ich sehe hier auch gar nichts. Warum bin ich denn hier die ganze Zeit auf den Treppen? Ich verstehe das selbst nicht. So, hier ist doch schon viel, viel besser. Ja, komm. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich so viele Sachen zurückblocken muss, bis der es einbricht. Oder muss ich wirklich so? Na toll, da rutsche ich aus und dann diese 5 Stück auf einmal zu blocken, ist bestimmt Beste. Beste. Na komm schon. Kann sich etwa diese großen Blöcke auch blocken? Nee, ne? Oh, ihr seht, es ist. Es ist heftig. Aber es klappt. Ja, irgendwie klappt schon, aber auch wieder nicht und keine Ahnung. Dauert halt alles irgendwie Zeit. Jawohl, perfekt. Wie, hat nichts getroffen? Ach komm schon, irgendwas muss ich doch jetzt treffen. Oh, das gibt es nicht. Warum treffe ich denn diese geile Attacke nicht mit diesen 5 Stück? Jawohl. Jawohl. So, Rache. Rache. Hier, bitteschön, hier. Nimm es entgegen, nimm es. Oh, das ist gerade so entspannend pur. Okay, der hat nur noch eine Hälfte. Also, 1,5. Der rastet wieder aus. Wow, was macht er dieses Krasses? Okay, dieser Attack ist neu. Oh, wie viel der jetzt macht. Hilfe, Hilfe! Ich komme so klein vor, der ist so groß. Oh, das ist alles so cooles Zeug, was man kontern kann. Aber ich treff's nicht. Und ich komme nicht an seinen hässlichen Kopf heran, weil er zu hoch ist.
Ja, das war gut. Nein, jetzt muss ich abhauen. Okay, okay. Aus der Gefahrenzone sind wir raus. Dank Elixier. Warum kann ich das? Oh, das war perfekt. Perfekt, hey, hey. Das war super gut gekontert. In der Luft. Und? Bin ich gerade an seinen Kopf gekommen? Nee, ne? Okay, jetzt muss ich heilen. Jetzt muss ich heilen. Oh, das war so auch letzter Moment. Letzten Moment. Oh man, krass. Ah, dieser Boss ist schon nicht ohne, ne? Der macht schon ein bisschen Probleme. Aber ich stelle mich wahrscheinlich voll an. Der geht bestimmt viel, viel einfacher. Jo, Kasper, würdest du mal was anderes machen? Nein, wir frieren wieder. Jetzt die Frage, kann ich von hinten den schlagen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss immer wieder warten, bis diese Teile ich zurückschleudern kann. Gerade fliegen aber keine. Da. Zwei Stück. Perfekt. Vielleicht muss ich doch einfach so immer wieder ein bisschen im Kreis laufen, damit mich das hier nicht trifft oder... Ja, das hier nicht trifft. Oder so ein riesen Eis. Ja komm, mach doch mal deine Blitzteile. Ja, jetzt macht es, wo ich selbst getroffen werde und ich keine Zeit habe, dich zurückzuschleudern. Oh Mann. Dieser Boss ist scheiße. So, perfekt. Nein, ich habe nicht getroffen. Och nee. Man hat immer weniger Chance, die zurückzuschleudern, weil die nicht mehr so oft kommen. Mann, dieser Boss ist schon pain in the ass. Oh Mann, jetzt habe ich die schon wieder verpeilt. Ha, wenigstens eins. Warum kommen denn jetzt keine zum Beispiel? Hätte ich jetzt... Ja, jetzt... Na, immer im falschen Moment. Oh Mann. Aber wir werden es schaffen. Ich gebe nicht auf. Niemals. Warum kann ich nicht einfach von hier und jetzt batsch, batsch auf den Kopf? Nein, natürlich, so läuft der Hase nicht. Ah, das war auch wieder nichts. Warum war das denn nichts? Oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß, ich flinke gerade die ganze Zeit. Und das tut mir auch nicht leid, weil ist so. Dieser Boss ist schwer. Da kann ich auch ein bisschen rumflennen. Na komm, ich will dein Eis. Komm, gib mir dein Eis. Yes. Jawohl. Und ist das der Todesstoß? Ist das der Todesstoß? Ja, das ist er. Yes! Wir haben ihn besiegt. Nach knapp, ja, 13 Minuten plus. Irgendwie so. Okay, das war der dritte Secret Boss. Also für mich der dritte, von der Reihenfolge her. Und jetzt kommt das letzte Fragezeichen. Und das ist auf jeden Fall der krasseste Ficker in ganz Kingdom Hearts für mich. Aber schaut gleich selbst. Oh, da ist ein Beinchen abgebrochen. Wie klein der ist. Genau so muss das sein. Juhu. Diamantenstaub. Auf jeden Fall eine Waffe bekommen. Warte mal, wir haben doch davor auch noch Waffen bekommen, oder? Ja klar. Wir haben ja Diamantenstaub, wir haben Herzensbrecher, Löwenherz. Auf jeden Fall haben wir ziemlich coole Waffen bekommen, ne? Aber natürlich nicht so cool wie das Ultima. Was ist das denn? Ah, plus 3 sogar. Ui. Nee, wir bleiben auf jeden Fall schön beim Ultima-Schwert. Wie jung muss das sein?
Habe ich jetzt eigentlich noch genug Items? Weil jetzt brauche ich wirklich die Items. Jetzt brauche ich Items, weil es gibt eine Attacke, die der Boss machen kann, wo ich nur noch eine HP habe. Und genau da kommt Elixier ins Spiel. Sonst schaffen wir das niemals. Okay, Leute, jetzt kommt der absolute krasseste Ficker in ganz Kingdom Hearts 1. Und zwar es ist Sephiroth aus Final Fantasy 7. Richtig, und zwar Platinum Runde. Ist aber richtig schwer und ich bin auch wieder alleine. Und die Musik kommt. One Winged Angel ist so geil. Genießt einfach den Kampf. Genießt den Kampf. Ich versuche wenig zu reden. Ich konzentriere mich einfach auf den Kampf und let's do it. Das ist er. Mit der Musik von One Winged Angel. Also wie gesagt, ich versuche nicht viel zu reden. Ich kämpfe einfach. Also drückt mir die Daumen, dass es klappt. Sephiroth. Also der ist auf jeden Fall super, super schwer. Ich muss da aufpassen. Macht den gerade keinen Schaden? Ah doch, ich mache den Schaden, aber... Ihr müsst das mal so sehen, er hat so viel Leben, dass man gar nicht sehen kann, dass er da noch zig Leisten hat. Deswegen bald, wenn ich genug draufgehauen habe, geht die Leiste weg. Ach komm schon, lass mich doch am Leben. Okay, jetzt sehe ich, dass ich was abziehe. Ihr seht, es ist ein krasser Kampf. Ich gegen den herzlosen Engel oder den One-Winged Angel. Na, ich habe auch meine hier geheimen Attacken. Nicht nur du, Sephiroth, ja? Du alter Ficker. Jetzt macht er den krassen. Oh, jetzt geht er ab. Jetzt macht er seinen Meteor. Autsch. 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 Nein, lass mich in Ruhe. Na, schaffen wir den? Obwohl, ich muss wirklich sagen, mit Todes... Also, die Attacke, die ich die ganze Zeit benutze. Todesengel. Da ist die Attacke. Und da hat er mich erwischt. Ihr habt gesehen? Er hat die Attacke benutzt. Ich hatte eine HP und war sofort tot. Dementsprechend war das jetzt alles für die Katz. Ich probiere es nochmal. Was ich gerade festgestellt habe, es ist super leichter, wenn ich die ganze Tollwut benutze, weil ich den ganze Zeit permanent Schaden mache. Und das ist ja krass. Ich habe damals ohne Tollwut gekämpft, also wirklich normal draufgeschlagen. Aber mit Tollwut geht ja wirklich einfach. Und ich muss halt achten, wie schon gesagt, kurz davor, wenn er diese Attacke macht, dass ich ein bisschen Distanz von ihm habe und sofort mich halt heile. Sonst passiert genau das, was jetzt passiert ist, dass ich in seinem Feuer stand und mit einer HP sofort tot war. Aber kein Problem, wir probieren es nochmal und diesmal. Ja, diesmal wird es, glaube ich, besser. Und das ist nach wie vor auch mein absoluter Lieblingsboss in Final Fantasy. Richtig geil. So, jetzt halte ich die ganze Zeit den Schnabel und genieße die Show. Come on, heal.
Ja, jetzt macht er wieder seine krasse. Erstmal mit Tür und gleich macht er sein Todesengel. Und ich habe auch keine HP und kein gar nichts. Na? Macht das nur nicht? Okay. Dann kriegt er erstmal nochmal auf die 1 auf die Nuss. Ah, jetzt macht er, oder? Nee, er macht's gar nicht. Er kommt nicht dazu. Er kommt nicht dazu, weil ich die ganze Zeit an der Pelle bin. Krass, der macht das gar nicht, der kommt nicht dazu. Ich habe Sephiroth noch nie besiegt. Ich habe den noch nie besiegt, ohne dass er einmal Todesengel gemacht hat. Wie geil. Er kam einfach nicht dazu, weil er die ganze Zeit Schläge bekommen hat. Ja, das war Sephiroth. Richtig geil, besiegt. Mit Tollwut, einfach, cool. Habe ich so gar nicht gewusst. Sora hat einen flügiger Engel bekommen und Ansem Bericht 12. Juhu, wir haben es geschafft, alle optionale Bosse sind besiegt und wir haben soweit alles geholt, was ich wollte. Und ja, wie gesagt, das ultimative Schiff werde ich jetzt nicht mehr bauen, weil ich weiß nicht, ich sehe irgendwie keinen Grund, das zu bauen. Es wäre vielleicht ein ganzer Part gewesen, wenn ich das ausführlich gebaut hätte, aber ich weiß nicht, brauche ich eigentlich nicht mehr. Also das zu bauen, weil wir nicht mehr so viel fliegen werden oder so. Ich hoffe, das ist okay für euch und im nächsten Part geht's dann von der Story weiter, bis wir das Spiel dann durchgespielt haben. Also quasi das Ende vom Ende. Ja, wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part am Ende des Spiels. Und wenn es dir gefallen hat, ich bin erstmal raus und bye bye, winke winke und ciao ciao.